Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum letzten Minimed-Vortrag im Frühjahrssemester. Es freut uns natürlich sehr, dass so viele trotz dieser Umwege, die es momentan zum Kurs gibt, hierher gefunden haben. Bis im Herbst, wenn das Wintersemester startet, soll dann alles behoben sein und wieder frei zugänglich sein. Wir vertrauen da auf das Wort des Bürgermeisters. Das Thema des heutigen Abends steht unter mir groß eingeblendet und die Referenten müsste ich Ihnen eigentlich auch nicht mehr vorstellen. Es sind alte Bekannte, wie man so schön sagt, bei uns im Land. Ich darf Sie trotzdem recht herzlich willkommen heißen. Zum einen Primar Reinhard Thaler vom Sozialen Krankenhaus Maria Ebene. Herzlich willkommen. Er leitet die interne Abteilung im Landeskrankenhaus Feldkirch und ist zudem ein Studienleiter des Minimeds hier in Vorarlberg neben Primarmedizin. Frau Moore, Professor Drechsel, meine Damen und Herren, liebe Minimed-Studenten, vielen Dank für die freundliche Einladung. Es ist für mich einerseits ehrenhaft, dass ich mit Professor Drechsel, der einer der führenden Internisten nicht nur österreichweit ist, zu einem wichtigen Thema sprechen darf. Andererseits mich bei Ihnen bedanken, dass Sie, wie gesagt, dieser starken Konkurrenz durch Grillen mit Bier und Alkohol für eine Fußballweltmeisterschaft wahrscheinlich auch mit Alkohol widerstanden haben und vorerst als letzten theoretischen Teil bevorzugt, bevor es dann nachher wirklich ein bisschen noch geht, sich um Niederlagen zu feiern und vor allem diesen heutigen Abend auch einen praktischen Anstieg zu unterstreichen. Nun, das Thema Alkohol passt immer sehr gut. Jetzt denke ich, der Beginn der Bierhochsaison ganz besonders. Und es ist ein sehr breites Thema. Und dementsprechend haben wir uns auch die zwei Gebiete etwas aufteilen müssen. Ich werde mich also eher auf die allgemeinen Aspekte, auf das Gehirn und die nervlichen und psychischen Probleme im Zusammenhang mit Alkohol beziehen. Und der Professor Drechsel wird Ihnen dann die konkreten Auswirkungen auf die anderen Organe, auf Herzfragen, auf Leber präsentieren. Nun, der Alkohol ist ein höchst interessantes Thema, der Alkoholismus und der Alkohol ist eine sehr interessante Substanz. Ich glaube, das muss man an den Beginn stellen, dass der Alkohol nicht nur ein Gift ist und nicht nur etwas ganz Schreckliches und etwas Schlimmes, wie wir das in der Therapie natürlich gerne sagen, und nicht nur Schäden und Leid und Not verursacht, sondern das Gegenteil ist im Prinzip eigentlich ein Superstar, weil er so viel kann. Und darum ist er ja auch zum Problem geworden, wenn man wirklich nur so ist, wäre, dann hätte wahrscheinlich keine Schwierigkeiten mit ihm. Aber er ist in hohem Maße verlockend, weil er eine ganze Reihe Funktionen hat. Er ist ein Genussmittel, das wird ja niemand bestreiten, dass er uns allen schon schöne Stunden bereitet hat. Er ist ein Nahrungsmittel, relativ hochkalorisch, darum steht ja jede dieser Diät, ob das Kartoffel oder Malacek oder Ananas oder Hawaii oder so, steht immer drinnen. Keinen Alkohol trinken. Er ist ein soziales Schmiermittel bei Arbeitsgesprächen, bei politischen Verhandlungen. Wie sage ich das in Österreich? Nimmt er sozusagen die letzten Hürden, die letzten Hemmnisse. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich, obwohl ich Alkoholtherapeut bin, schon manchmal gefragt, ob dieser nicht erreichbare Frieden im Nahen Osten, wo es oft nur um Kleinigkeiten geht, nur um eine Spur, nur um einen Schritt aufeinander zu kommen, wie die wir da Glas allein miteinander trinken würden, oder zwei, ob sie dann nicht diese Hürde, die wir beim Staatsvertrag schon längst übersprungen hätten. Aber das ist eben die andere Seite. Genau dort ist der Alkohol, das große weltweite Alkoholverbot, ja aufgekommen im arabischen Raum, weil es ein Riesenproblem war. Und wo haben wir das eigentlich gemäß der damaligen Prävention, die sonst einen religiösen Gebot erhoben hat, keinen Alkohol zu trinken, sehr erfolgreich gewesen. Das kann man ja nicht bestreiten. Alkohol hat eine ungeheure symbolische Bedeutung. Warum trinken die jungen Leute so gern? Weil sie sich dadurch ein Zeichen des Erwachsenenseins zulegen wollen und weil es halt noch als heldenhaft gilt, wenn man einen Rausch überstanden hat, von was man wir sonst erzählen, vom Krieg geliebt werden, von der Jagd nur einen privilegierten Hase, also der letzte Rausch erhalten für die ganze Männlichkeit. Der Alkohol hat sehr viel zu tun mit Belohnung. Das ist, denke ich, mir durchaus nachvollziehbar, wenn jemand am Freitagabend sagt, so, jetzt habe ich die ganze Woche gearbeitet, jetzt mache ich einen drauf. Der Alkohol, und jetzt wird es tatsächlich problematisch, ist auch ein Problemlöser. Er baut Spannungen ab, Angstzustände, Depressionen, Kontaktangut. Als
Also das heißt, er übernimmt die Funktion eines Psychopharmakons und eines Wirksamen, für einige Stunden allerdings, und er ist darüber hinaus auch eine Medizin, ich kenne eigentlich überhaupt keine Krankheit, wo er angeblich nicht wirkt, ob die tatsächliche Wirkung so toll ist, werden wir dann nachher noch hören, und er ist letztlich auch eine Droge, also sprich eine berauschende Substanz, die ihn auch unter Umständen zur Sucht führen kann. Nun, wenn man Sucht generell betrachtet, kommt es immer darauf an, dass man auch den sozialen Hintergrund beachtet. Und wir leben hier bei uns bekanntermaßen in einer Abstinenzkultur. Das heißt, seit dem Jahr 15 vor Christus, glaube ich, haben die Römer den Wein hierher gebracht. Im Weinanbau ist der Alkohol bei uns gesellschaftlich integriert, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Er ist dann praktisch jeder sozialen Bedingung dabei. Und es gibt wahrscheinlich überhaupt kein Haus in der Welt, wo es nicht Alkohol in dieser oder in jener Form gibt, selbst im Suchtkranken aus einer Ebene, weil man einem doch immer wieder auch eine frische Wein bringt, um so zu bekommen, dass man die Menschen von eben diesem Alkohol vielleicht geheilt hat oder auch nicht. Also Alkohol ist bei uns vorhanden in großem Maßen, glaube ich, wichtiger Wirtschaftsfaktor und zugelassen. Es gibt daneben aber auch die Ambivalenzkulturen, das sind diejenigen in den protestantisch kalvinistischen, in skandinavischen Ländern, wo man den Alkohol zwar zulässt, aber hoch besteuert und wenig Verständnis für Betrunkene und auch für alkoholkranke Patienten hat, wenn ich so sagen darf. Und wir haben dort die Tatsache, dass wir ungefähr die Hälfte weniger pro Kopf verbrauchen als bei uns in Österreich beispielsweise. Das werden wir jetzt zu Recht sagen, aber dafür trinken die wenigen Wahnsinnigen. Sie nach St. Anton und Griechen kommen, stehen sie den ganzen Ort auf dem Kopf, lassen die Sau raus und so schön sagen können sie mit ihnen zu Hause nicht tolerieren wird. Und schließlich gibt es, jetzt habe ich auch nicht das umgekehrt gesagt, aber das macht er nicht. Schließlich gibt es dann auch noch die Abstinenzkulturen, also das Vorderrad, die Permissivkulturen, entschuldigen Sie. Also die Abstinenzkulturen, das sind diejenigen, die wir im mohammedanischen, auch in manchen amerikanischen Kulturen haben, wo es ihnen aus religiösen Gründen, letztlich aber aus Gesundheit, vorbeugenden Umständen verboten ist, Alkohol überhaupt zu trinken. Ich muss noch einmal betonen, Alkohol ist an sich ein arabischer Ausdruck, es heißt dort das Beste vom Besten, das Feinste vom Feinen und war zu Urzeiten ein riesiges Problem, dem man nicht anders beikommen konnte, als durch Erhebung der Alkoholabstinenz in dem Status eines religiösen Gebotes. Nun, ich habe bereits betont, die Geschichte des Alkohols ist uralt, das könnte man jetzt für Weine, für Spirituosen und so weiter durchspielen. Ich mache es anhand des am häufigsten verwendeten alkoholischen Getränks des Biers, also den frühesten Nachweis vor ungefähr 3000 Jahren im Zweistromland. Die babylonischen Hochpriester, das ist übrigens lustig, die hatten Anspruch auf 5 Liter Bier pro Tag, also das ist etwas über der täglichen Menge, die man trinken sollte. Die Frauen hingegen, die Hofdamen, nur auf 3 Liter. Also man hat damals schon erkannt, dass die Alkoholverträglichkeit zwischen Männern und Frauen eine sehr unterschiedliche ist. Im alten Ägypten hat es damit mehr gegeben, im keltischen Bereich, im römischen. Und später haben dann die katholischen Orden letztlich den Alkohol vertrieben und wurde ein Stück weit übernommen, indem sie geregelte Braubetriebe aufgetrieben haben. Also im Gegensatz zur evangelischen Kirche war die katholische immer sehr alkoholfreudig, wie auch, muss ich ja Ihnen nicht sagen, wie auch die Bibel auch ein Buch ist, wo es sehr viel Alkoholgelage gibt und wie Jesus persönlich auch im Prinzip ein eher alkoholfreudiger, also keinesfalls so abstinenter Mensch gewesen ist. Es gibt ab dem 15. Jahrhundert die Bierbesteuerung, etwas, was sich durch die Geschichte durchzieht, dass man immer dann, wenn man kein Geld hat im Staat, in der Staatskasse zu Suchtmitteln greift, sei es das Spiel, sei es Cannabis, wie jetzt in manchen US-Staaten oder bei uns der Alkohol. Wichtig auch noch das deutsche Reinheitsgebot, das Pilsnerbier und heute ist es wichtig die Tatsache, dass das Bier das meistgetrunkene alkoholische Getränk, zumindest in Europa ist. Nun, einen kulturellen Hinweis auf diese große Bedeutung des Alkohols, aber auch im Umgang damit, finden wir immer wieder in Kunstgeschichten. Hier sehen Sie ein berühmtes Bild von Michelangelo, das ist die Trunkenheit des Noah. Und was mir an diesem Bild so besonders imponiert, ist die Tatsache, dass es eigentlich zeigt, wir wollen den Alkoholismus, die Alkoholprobleme verdrängen. Also solange alle trinken und mitmachen, ist das eine lustige Geschichte und so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Aber wesentlich kommt einer Probleme. Ein Entzückender, der hat Alkoholexzesse oder liegt hilflos im Rausch hier,
dann schieben wir das Problem weg. Und das hat Michelangelo übrigens selbst eine enge Beziehung zum Rotwein gehabt, der bekanntermaßen durch die Hirne hervorragend aus. Es wird der betrunkene Noah zugewickelt. Und Sie sehen, es geht hier gar nicht, wie es in der Heiligen Schrift heißt, um die Scham, sondern der ganze Mann wird sozusagen verdrängt. Wir wollen vom Alkohol die schönen Zeiten haben, nicht aber dessen Schwächte, dessen Exzesse sozusagen. Nun wird diese Kultur des Alkoholismus dazu geführt, dass wir heute in Österreich etwa 3,5 Milliarden Euro ausgeben für alkoholische Getränke. Das ist nichts, dass der volkswirtschaftliche Gesamtschaden etwa 3,4 Milliarden beträgt. Also das wiegt sich fast auf. Das Alkohol bei jedem dritten Verkehrsunfall eine Rolle spielt. Das ist im Prinzip ein inzwischen schon viel besseres Datum. Vor 10 Jahren hätte ich noch sagen müssen, bei jedem zweiten Verkehrsunfall und vor 30 Jahren war es fast bei jedem beteiligt. Aber es erreichen sich auch 75% der Gewaltdelikte unter Alkoholeinfluss. Also Alkohol ist die wichtigste kriminogene Substanz, die es überhaupt gibt. Das dürfen wir nicht vergessen, ein Problem, das immer aktueller wird, dass die Missbildung des ungeborenen Lebens bzw. der Neugeborenen heute im Wesentlichen auf Alkohol zurückzuführen ist. Die Trisomie 21 und so weiter wird weniger und die häufigste Missbildung ist die Alkoholneuropathie und das betrifft auch etwa 200 Kinder, die mehr oder weniger ernste Schäden haben, noch bevor sie auf die Welt gekommen sind. Wenn man es nach den WHO-Daten ausdrückt, kann man sagen, Alkohol ist für 4% aller Krankheiten verantwortlich, vergleichbar mit Nikotin und Bluthochdruck. Es ist nicht so, dass alle Alkoholpatienten des Landes am Krankenhaus auf Ebene versammelt sind, sondern auch in allgemeinen Krankenhäusern, wo sie wegen anderer Folgen behandelt werden, auf chirurgischen Abteilungen, HNO, Hauptabteilungen und so weiter. Dass aber doch 30% der Patienten des LK anfallen und 50% der männlichen, also die der Seite, wegen Alkoholproblemen erfolgt und dass auch in der hausärztlichen Praxis, die immer noch die Anlaufstelle Nummer 1 ist, 20% Alkoholprobleme sich aufweisen. Also ich will Sie damit nur darauf hinweisen, dass das schon seine Richtigkeit hat, wenn die Weltgesundheitsorganisation meint, von denen von außen gesagt, Krankheitsfaktoren liegen Alkohol und Nikotin auf den ersten 3 Plätzen zusammen mit der falschen Ernährung. Nun, ich habe schon darauf hingewiesen, wir finden Alkohol immer auch durchgehend durch die Heilige Schrift, aber durchaus auch übernehmen, wie auch der heutige Abend nicht so sein wird, dass wir den Alkohol nur verdammen, sondern auch diese andere Seite aufzeigen, damit wir ihn realistisch einschätzen. Und auch hier heißt es also, trinke nicht ausschließlich Wasser, sondern genieße deines Magens und deiner häufigen Schwächeanfällen wegen ein wenig reinigen Magengut. Und wenn man sich schwach fühlt, dann ist das sozusagen ein Energielieferant, was man nicht bestreiten kann, was damals schon erkannt worden ist. Also der Apostel Paulus sagt das. Der Alkohol hat aber ein Übermaß genossen, natürlich eine Reihe von Schäden zu folgen. Ich als Psychiater sage ganz vereinfacht, es gibt im Prinzip überhaupt kein Organsystem, das durch den Alkohol nicht geschädigt wird, von der Haut bis zu den Gefäßen, vom Herz bis zum Hirn, überall ist der Alkohol im Spiel, aber darüber werden Sie, wie gesagt, nachher etwas Kompetenteres erfahren. Ich konzentriere mich in meinen Ausführungen als Psychiater auf das zentrale Organ, auf das Gehirn, weil das das Empfindlichste ist, auch gegenüber Alkohol. Das anfälligste und dementsprechend sehr viele Krankheiten und psychische Störungen mit Alkohol beginnt, im Zusammenhang stehen mit überhöhtem Konsum. Generell kann man sagen, er schädigt das Gehirn diffus, also nicht an einem bestimmten Ort, wie einem Schlaganfall oder wie einem Schädelhirntrauma, sondern das gesamte Organsystem und führt dadurch natürlich zu einer verminderten Leistungsfähigkeit. Wenn dieser Prozess fortschreitet, dass gerade die höchst spezialisierten Hirnzellen, die Rindenzellen ausfallen, und das geschieht beim Alkoholmissbrauch, kommt es letztendlich zu einem hirnorganischen Abbau, zu einer alkoholischen Demenz, zu einer ganz spezifischen Demenzform, die als Korsakow, die vor allem mit Gedächtnisverlust verbunden ist, und in schwierigen Fällen auch natürlich zum berühmten Delir, mit Traumvorstellungen, optischen Halluzinationen und so weiter. Wenn wir generell uns einmal fragen wollen, was hat der Alkoholismus eigentlich auf psychischem Gebiet für Folgen? Dann könnten wir sagen, es gibt einmal einen einfachen Rausch. Und das unterstelle ich Ihnen allen. Ich rede jetzt von etwas Bekanntem, das hat jeder von uns schon gehabt. Wann der Rauschzustand beginnt, das ist umstritten. In der Regel sagt man bei ca. 0,3 Promille. Der Gesetzgeber sagt bei 0,5 Promille, dann darf man es auch nicht mehr Auto fahren.
Bei manchen ist es natürlich auch etwas höher. Der Rausch ist aber auf jeden Fall für uns Psychiater auf der einen Seite etwas Erfreuliches, weil er die Menschen herausnimmt aus ihren sozialen Bezügen, vorübergehend, und sein Wechsel ist oft nicht schlecht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich nicht nur eine Entrückung, sondern es ist eine Verrückung. Eine kurzdauernde Verrücktheit, die alles Symptome einer Geisteskrankheit hat, die glücklicherweise nur ein paar Stunden dauert und dann meistens mit einem Tiefschlafen, einem sogenannten Kater, zu Ende geht und dann ist man auf Deutsch gesagt wieder verheilt. Aber in diesem Zustand natürlich kann allerhand passieren. Eine Geisteskrankheit ist nie ganz so gefährlich, selbst wenn sie durch Alkohol verursacht ist. Es gibt man den komplizierten Rausch, das ist, wenn jemand sozusagen sein Wesen, sein Verhalten verändert, als ein sonst sanfter Mensch gewalttätig wird, einer, der sonst kaum reden kann, wird sich ganz in der Kale freihält und redet wie ein Klossen sozusagen. Und wenn er dann ein Mensch geworden ist, der tatsächlich viel, viel anders ist als im nüchternen Zustand. Und schließlich gibt es eine besonders schwierige, möglicherweise seltene Form, das ist der pathologische Rausch. Das heißt, dass manche Menschen irgendwie sensibilisiert sind, vulnerabel sind, anfällig sind, schon bei geringen Alkoholmengen unglaublich heftige Symptome bekommen, Sinnestäuschungen, Wahnideen, Erregungszustände und so weiter. Und die spielen dann natürlich in der Kriminologie eine Ausnahme, nicht in der Runde, Vollrausch, der dann ja auch dazu führt, dass man für nicht schuldfähig erklärt wird. Wenn jemand an Alkohol gewöhnt ist, entwickelt er Entzugssyndrome. Das klingt für Sie jetzt sehr klinisch und sehr weit entfernt, ist es aber nicht. Denn Entzugssymptome entstehen im Prinzip schon, wenn Sie halb abends einmal 5 Bier trinken, wenn die Herren Frauen bleiben. Dann würden Sie im Laufe der Nacht Entzugssymptome erwischen und entwickeln und Sie werden überraschend zwar gut einschlafen, aber trotzdem keinen tiefen Nachtschlaf mehr. Wenn Sie einen Rausch haben, schlafen Sie nicht gut nach, höchstens die ersten Stunden. Warum? Weil ein sogenannter Linienzug einsetzt, auch bei den nicht gewirkten, weil eben durch Unruhe, durch vegetative Irritation und so weiter gekennzeichnet ist und unter anderem durch Schlaf und Losigkeit. Bei Schwersüchtigen gibt es viel, viel heftigere Entzugserscheinungen. Das bekannteste davon ist das Hyperdelir, das Delirium Tremens, ein Zustand, der durch Sinnestäuschungen und durch verschiedene vegetative Symptome gekennzeichnet ist, die berühmten weißen Mäuse. Da habe ich auch schon Patienten gesehen, die dann plötzlich gefragt haben, warum schwimmen bei ihnen in der Infusionsflasche kleine Fische herum und so weiter. Und in heftigster Form kommt es zu epileptischen Anfällen. Etwa 30% der Alkoholpatienten haben irgendwann mal einen epileptischen Anfall. Und das ist immer ein bedrohliches Symptom, stellen Sie sich vor, wenn das im Zug, also am nächsten Tag nach dem Minderkonsum, der Berechner des Risikomedikamentes oder dergleichen geschieht. Häufig hat man die alkoholischen Erinnerungslücken. Das ist im Übrigen etwas. Ein Phänomen, dem ich einen Teil meines Einkommens verdanke, weil alle Verbrecher sagen, ich kann mich erinnern, ich bin zu Hause gesessen, habe Fernsehen geschaut, wurde gegen Australien und 2 Bier getrunken, plötzlich war ich weg und ich würde zu mir kommen, packe mir 2 Polizisten und entdecke in meiner Manteltasche eine Stumpfmaske und eine Schreckschusspistole und mitten in einer Bank erklären zu mir, wie das passieren kann. Also wie das passieren kann, kann ich schon erklären, aber tatsächlich ist, man kann natürlich auch durch Alkohol auch länger dauernde Erinnerungslücken haben, sogenannte Palimpseste, die immer darauf hindeuten, es ist eine doch deutliche Schädigung der Hirnzellen gekommen. In seltenen Fällen entwickelt man einen alkoholischen Eifersuchtswahn. In häufigen hingegen werden wir nicht nur wahnhaft, aber unter Alkohol extrem eifersüchtig. Das ist etwas, das maßlos unterschätzt wird. Müssen Sie sich vorstellen, ich sage nur die Spitze des Eisbergs, in Österreich sterben etwa 100 Menschen durch Fremdtötung und Mord, und 2 Drittel davon sind beziehungsdienlich. Also nicht nur mafiöse Geschichten, sondern partnerschaftliche. Und bei denen spielt wiederum Alkohol eine ausnehmende Rolle, wie vorher genannt, bei 75% ist er dabei, und vor allem der Alkohol macht uns extrem eifersüchtig. Wir können das nämlich nicht kontrollieren. Es gibt Wesensänderungen, es gibt sogenannte Korsakoff-Syndrome, es sind fortschrittliche Formen von Demenzen und Alkohol ist natürlich verbunden mit einer Aggressivität, auch mit der Herausforderung der Selbstmordrate. Man kann schon sagen, das Trinken allein zeitigt den Selbstmord, man macht alles, um sich zu vernichten, sozial, psychisch, gesundheitlich und so weiter, aber es spiegelt sich auch in realen Zahlen, sodass man heute weiß,
dass die Suizidhäufigkeit, also die Selbstmordhäufigkeit bei Alkoholkranken etwa 200 Mal, halten Sie sich fest, 200 Mal höher liegt als in der Durchschnittsbevölkerung. Nun, das darf ich überspringen, den Rauschen Sie erkennen. Wir wollen uns daraus vielleicht nur merken, für einen Teil zu einem leichten Rauschen, das 1,5 Promille geht, mittelbar bis 2,5 und schwerer über 2,5. Aber ich muss dazu sagen, hier kommt es natürlich ganz stark darauf an, ob ich gewöhnt bin, ob ich größere Alkoholmengen vertrage, ob die Leber bereits eine sogenannte Enzyminduktion entwickelt hat und Alkohol rasch abbaut. Trinkfestigkeit, würde man im Volksmund dazu sagen. Und natürlich kann es dann auch sein, wie ich es 40 Mal untersucht habe, ein elfjähriges Mädchen zum 0,9 Promille voll abschalten, Alkoholkoma. Aber auf der anderen Seite, 40 Mal ein Mann auf einer Ebene, der einen großen LKW-Trick vorgefahren ist, der kann in die Türkei fahren, und wenn man Besuch abschafft, und dann hat man auch die Blutalkoholkonzentration gemessen, die hat bei 4,2 Promille. Also das muss man sich einfach so vorstellen, es kommt hier schon wieder zum Start auch auf die Gewöhnung an. Bei längeren Missbrauch führt also die Beschädigung und auch führt der Alkoholismus zu einer Wesensänderung. Der Mensch wird ein anderer, er wird labil, er wird dysphorisch, er wird unkritisch, es kommt auch zu einem Blick. Neben den reinen Auswirkungen auf das Gehirn, den allgemeinen Gehirnveränderungen, gibt es dann noch eine ganze Reihe von neurologischen Erkrankungen, die nicht nur das zentrale Nervensystem betreffen, wohl aber auch zum Beispiel das kleine, wohl auch die Muskulatur oder auch unser Sehsystem, Myopie. Es gibt die Alkoholepilepsie, es gibt, und das ist für den Alkoholiker ein typisches Zeichen, die Zitterer, der Tremor, wenn Sie das wissen wollen, ob der Patient zittert oder nicht, müssen Sie nur fragen, halten Sie die Hände vor, wenn er die Finger zusammendrückt, dann hat er ganz garantiert einen starken Tremor, wenn er unterdrücken will. Und wenn er das nicht tut, wie ich jetzt, dann ist das Zittern relativ gering oder mäßig. Die Alkoholpatienten nähern sich haben, um uns die Diagnose leicht zu machen. Also jeder, der das getrunken hat, mit einem Pfefferminzbonbon und so, nein, damit kann er Psychiater täuschen beispielsweise. Das geht nicht im Prinzip der Fall. Letztlich schädigt der Alkohol auch die peripheren Nerven, die sogenannten, das kommt dann zu sogenannten Polyneuropathien, sodass wir also haben Gefühlsstörungen, Magenkalt nicht mehr richtig empfinden können, letztlich auch Schwäche entwickeln, lähmungsartige Zustände. Der berühmte Stelzengang, den die Alkoholiker haben, also wo sie so wie auf Stelzen hochgeklemmt gehen, ist eben ein Zeichen davon, dass es zu dieser Polyneuropathie gekommen ist. Nun, der Alkohol kann in der Regel sinnvoll gebraucht werden. Das unterstelle ich jetzt mal Ihnen allen, das ist etwa bei 85% der Bevölkerung der Fall. 5% leben abstinenz, also der Erwachsenenbevölkerung. Weil zu sagen, wir schlichten die Übertragung. Das will ich nicht. Etwa 10% haben irgendwann mal Probleme mit Alkohol, etwa 3% werden süchtig. Der Großteil, ich muss es noch einmal betonen, wird mit Alkohol nie Probleme haben. Aber ein gewisser Teil wird letztlich zu Missbrauch und zu Sucht kommen, im Übrigen auch schon im Alten Testament beschrieben ist. Ich kenne kaum eine treffendere Definition. Hier heißt es also Wehedienung, also sonst wird Alkohol nicht mehr gelobt, die schon am frühen Morgen und am Abend verweilen von daher jetzt. Also durchgehendes Trinken und richtet sein ganzes Leben sozusagen auf die Sucht aus. Womit ich noch einige Gedanken generell zur Sucht sagen will, denn die häufigste Komplikation des Alkoholismus ist, das Wort Sucht kommt nicht vom Sucht, obwohl das ein schöner Gedanke ist, was sucht der Süchtige. Es kommt vom Wort Sieg, es kommt vom Wort Seuch, es hat also etwas zu tun mit Krankheit, es hat etwas zu tun mit einer weit verbreiteten Neumseuche. Und wenn wir heute sagen, dass viele alte Krankheiten aussterben, aber neue zunehmen, Depressionen, Körper, Angstzustände, dann gehört zu diesen seuchenartigen Erkrankungen die Sucht auf jeden Fall auch dazu. Und Sucht bedeutet immer Krankheit, in dieser Masse geht um Schmalsucht und so weiter, Tumsucht. Es ist sogar eine Gesundheitsorganisation, da im Übergang wird gegangen, den Suchtbegriff in ihren Systemen zu verwenden. Später, wenn man ersetzt durch Missbrauch und Abhängigkeit, heute spricht man von schädlichen Gebrauch, nicht von Missbrauch, der als mit sexuellem Missbrauch verwechselt werden könnte, und von Alkoholabhängigkeit zu sprechen.
wann bin ich süchtig? Natürlich dann, wenn ich die Dose steigern muss, wenn ich Entzugserscheinungen bekomme, wenn ich mein Leben ausrichte, wenn ich nicht mehr aufhören kann. Ich muss noch einmal betonen, dieser Zustand, das nicht mehr aufhören können, das können wir ja alle nicht verstehen. Wir sagen vielleicht auch einmal, ich wieder mal aufstehen. Aber dass wir uns vornehmen, ich trinke nur ein Bier oder zwei Achtel Wein und dann sind keine sicher von mir hier, dann bringt es durch, das ist etwas, das einfach etwas Krankhaftes sein muss. Also ein großes Geheimnis in der Suchtforschung ist sozusagen dieser Point of No Return, angehen die alkoholbezogenen Sicherungselemente sozusagen kaputt. Wann hat es hier jemand nicht mehr? Welche Punkte sind es, die sich im Suchtgedächtnis so eintreten, dass jemand selbst nach 20-jähriger Abstinenz nicht mehr wirklich kontrollieren kann? Das sind ganz wichtige Fragen, die es hier gibt. Natürlich gehören dann zur Sucht auch ein paar andere Kriterien dazu, dass man trotz negativer Konsequenzen weiterdenkt, von Entzugserscheinungen hat. Das sogenannte Craving, das heißt nichts anderes als die Gier, dass man die Toleranz verliert und dass man letztlich auch nach Abstinenzpausen nicht mehr zu kontrollieren zurückgehen kann. Bei allen Zugkrankheiten geht es zunächst ums Probieren, ums Austesten. Bei jungen Menschen, am Experimentieren, wie viel halte ich wirklich aus, es kommt zur Misstrauen und letztlich zum Abhängigkeitsprozess. Und dementsprechend können wir im Übrigen auch verschiedene Typen des Alkoholismus unterscheiden. Wir haben nach einem Österreich gebürtigen Forscher, der hier das bei der Natur durchgeflogen ist, jetzt nicht mehr gemacht hat, war aber kein Hindernis, und der berühmteste Alkoholforscher in Geschichte zu werden, der gesagt hat, es gibt die Problemtrinker, die Feierabendtrinker, die Beta-Typ, die süchtigen Trinker, die auch immer wieder abstinent sind, dann die rauscharmen Spiegeltrinker, die nie an Rauscharmen sein mussten, aber auch immer ganz süchtig sind, und dann gibt es auch die Quartalstrinker. Ja, ich muss langsam, ich sehe, ich bin Suchtherapeut, das entschuldige ich immer damit, dass ich sprechsüchtig auch bin, aber ich muss trotzdem langsam die Zielkurve einbiegen. Ich möchte noch etwas zur Therapie sagen. Früher hat man gesagt, es ist nichts Krankhaftes, da gibt es nichts zu therapieren. Alkoholismus ist ein Charaktermangel, ein Hedonismus, der Blut herrscht, der Familienschwäche. Das hat man schon in der Heiligen Schrift gesehen. Ich weise darauf hin, Sie sehen, ich hatte heute auch noch das Wort zum Sondergleichen. Nämlich hier steht die fünfte Stufe, gibt der starke Getränkten verzweifelt. Sie gibt dem Alkohol denen, dem es nicht gut geht, und dem Wein den Verbitterten, den Ausgeladenen. Er trinke, dann vergisst er seine Augen, dann bin ich nicht mehr an seine Mühsal. Das ist die heutige Sichtweise des Alkoholismus. Man will eine zugrunde liegende psychische oder soziale Störung selbst heilen und macht das auch allerdings nicht nur zum Erfolg und mit dem Preis, dass man abhängig wird. Aber dass der Alkohol Depressionen löst, dass er Missempfindlichkeiten beseitigt, dass er Angstzustände letztlich aufhängen kann und so weiter, das ist, glaube ich, unzweifelhaft. Leider endet die Sucht immer in der Vereinsamung. Jede Sucht, das Spielsucht ist, die Strichsucht oder die Alkoholsucht, es kommt immer zu dem Zustand, den hier Pablo Picasso beschrieben hat. Sie sehen entsetzliche Einsamkeit, Depression nur auf sich beschränkt, weil er selbst auch Alkoholist war. Und sehr gut gewusst hat, wovon er malt, dass er den Schluss der Sucht, die so lustig mit ihm steht, in der Einsamkeit. Nun, ich will zur Therapie und Rehabilitation nur zwei Dinge im Prinzip sagen. Die Alkoholtherapie ist insofern schwierig, als dass der betroffene Patient keinen Leidensdruck hat. Stellen Sie sich vor, wenn ein blinder Patient sagt, er wird gesund gelassen und behandelt und nach großen Bogen das Krankenhaus. Wäre Behandlung schwierig. Beim Alkoholismus haben wir das. Dass nämlich die Menschen sozusagen das Abwehren, Verdrängen, Verweigern, ein großes Bogen machen und erleben und so weiter. Und nie in Behandlung kommen, es dauert 5,7 Jahre durchschnittlich, von wenigen Momenten, wo man behandlungsbedürftig wäre, bis es tatsächlich einmal dazu kommt. Das ist das eine Problem. Und das andere ist, dass wir letztlich den Alkoholismus nicht in der Form heilen können, dass wir ihn ausrotten, sondern nur eine symptomatische, die letztlich möglich ist, eine Heilung wäre, wenn die Menschen letztlich nach einer Kur wieder ganz normal trinken können. Also wir haben es hier jetzt nicht anfangs mindestens nicht motiviert mit Patienten zu tun, aber die gute Nachricht ist jene, dass der Suchtpatient letztlich sehr viel in der Hand hat, ob er sich selbst heilen will oder nicht. Ich überspringe jetzt einmal die ganzen therapeutischen Reden und möchte Ihnen etwas Praktisches mitgeben. Sie sollen
werden müssen, so einen theoretischen Vortrag, auch hängt das für ihr tägliches Leben an, damit es eben dazu kommt, dass der Alkohol in der Freude nicht Nachteile und Leid bringt. Also einige ganz handliche Regeln, die aber wirksam sind. Man soll Alkohol immer mit viel Wasser trinken, zwischendurch und so weiter. Also was die Gastwirte machen, dass sie uns heute Wasser reservieren, ist schon richtig. Das ist vielleicht noch für ihr Geschäft, aber physiologisch gesehen auf jeden Fall aus dem einfachen Grund, weil mit dem Alkohol und Durst auch der Alkoholdurst natürlich etwas zu nicht geht. Man soll Alkohol nur trinken, wenn man sich gut fühlt. Der Rat einem depressiven Menschen zu sagen, trink zwei Weine und es geht dir besser. Menschen in Liebeskummer, hat schon viel das Leben gekostet. Warum? Weil die Ausgangsstimmung verdichtet wird. Der Fröhliche wird ausgelassen, der Traurige wird schwer depressiv. Es kommt dann zum halben Unternehmen mit hoher Suizidgefahr. Man sollte Alkohol nicht länger gegen den Durst bieten und nicht weniger sich Gelegenheiten, nicht so viel wie man Lauch vertragen zu können. Man sollte kleine Einheiten bevorzugen und man sollte Alkoholpausen machen, seines Tage. Seines Wochen, Fastenzeit, Aktionsdrucken oder was auch immer. Letztlich aber, glaube ich, kommt es immer auf die drei großen Dinge drauf an, Umgang mit Alkohol, nämlich zu einer gewissen Mündigkeit. Die jungen Menschen können wir nicht erziehen zu Abstinenzerrüstung, aber sie sollen Alkoholmündigkeit entwickeln, damit sie mit dieser Droge einigermaßen kontrolliert umgehen können. Wir sollten, wenn es Probleme gibt, eine gewisse Medizinalisierung betreiben. Letztlich fängt nichts gescheiter sein als Mäßigkeit. Im 16. Jahrhundert ist das Kick im schönen Kanton Schwyz einen Forscher losgezogen, der einen herrlichen Namen hat. Ich glaube, ich kriege ihn zusammen. Er hat das geheißen Philippus Aurelius Obastus Theophrastus von Opu. Obastus gefällt mir sehr gut. Und er hat einen berühmten Spruch getan, nämlich allein die Dosis macht das Gift. Und das ist, glaube ich, auch der Alkohol der entscheidende Punkt. Der Forscher hat übrigens Paracelsus geheißen. Ist als Paracelsus bekannt. Und wie das so ist, wo die richtige Dosis liegt, wie die richtige Mäßigkeit ist, das wird uns jetzt Professor Drexel sagen. Vielen Dank. So, geschätzte Damen und Herren, es ist ein großes Vergnügen, wieder bei Ihnen zu sein. Darf ich zuerst fragen, hören Sie mich hinten auch gut so? Okay. Ich möchte ein Wort von Primar Haller aufgreifen, nämlich das Wort Belohnung. Für mich ist es eine Belohnung, dass Sie heute extra hierher kommen und unsere Vorträge anhören. Und eine ganz besondere Belohnung ist es, mit Professor Haller gemeinsam sprechen zu dürfen. Er ist ein Jugendfreund. Wir haben uns an der Universität 1971 kennengelernt. Und ich darf hinzufügen, nicht an der Bar, sondern in der Vorlesung. Es ist für mich wirklich eine besondere Freude, weil, das wissen Sie ja alle, er ist ein berühmter Mann, er ist äußerst bekannt und es ist natürlich jetzt eine Herausforderung für mich, nach ihm sprechen zu dürfen oder zu müssen. Nicht? Also er hat uns jetzt ganz klar eingeführt in das Hauptproblem, nämlich das Gehirn ist das Organ, welches Probleme bekommt mit dem Alkohol, aber es ist nicht das Einzige. Kollege Haller hat ja sehr elegant begonnen mit der Geschichte des Alkohols. Ich mache es ein bisschen anders, ich fange an mit der Chemie. Und es gibt viele Alkohole und Sie sehen hier unten die Formel vom Alkohol, den wir meinen, nämlich den Ethylalkohol. Also das ist das, was Sie da unten auf dem Bild sehen. Was vielleicht für Sie interessant ist und vom Hausverstand her auch logisch, der Alkohol kommt eigentlich aus dem Zucker, nicht? Wer selber mal gesehen hat, wie man Wein macht oder selbst das Bier und letztlich auch der Whisky zum Beispiel, da muss immer Zucker dabei sein, der dann vergoren wird. Also Alkohol ist ein Produkt aus dem Zucker. Ich werde am Schluss Ihnen aber zeigen, dass Alkohol eigentlich ein Fett ist. Also Zucker und Fett, würden wir ja sagen, ist nicht das Gleiche. Alkohol entsteht aus Zucker und wandelt sich zum Fett. Das ist ein klarer Punkt, den wir auch im Stoffwechsel noch heute dann ansprechen wollen. Sie haben gehört, dass es eine Alkoholkonzentration und Menge in den gängigen Getränken gibt. Und wenn Sie dann die rechte Spalte anschauen, sehen Sie so 13 Gramm Alkohol
Wir sind da auch ein bisschen von der englischen Sprache beherrscht. Also ein Unit ist so 13 Gramm Alkohol, wenn wir uns das vielleicht jetzt ein paar Minuten merken. Nun, das haben Sie auch schon ein bisschen im Kopf jetzt. Frauen vertragen weniger. Man könnte auch sagen, Frauen haben es ein bisschen billiger, einen Rausch zu bekommen. Aber das Leben ist halt ein bisschen ungerecht manchmal. Jetzt kann man sagen, für Frauen ungerecht, weil sie weniger trinken dürfen. Man kann aber auch sagen, für Männer, weil sie mehr Geld ausgeben müssen. Für den gleichen Alkoholisierungszustand. Und Sie sehen, Frauen tendieren auch eher weniger zum Bier trinken. Da wäre es der Vergleich gar nicht schlecht, ein Achtel Wein und ein großes Bier. Das ist ungefähr das, was uns Professor Haller auch gesagt hat, dass es 3:5 Verhältnis. Okay. Und dann sehen Sie schon, also wo der mittlere Konsum ist und wo der Missbrauch beginnt. Und das sind halt so ungefähr die 4 Getränke am Tag. Und 4 mal 13 wäre jetzt 52, also so 4 große Bier ist dann noch etwas mehr und dann kommt man eben auf die über 60, was hier unten am Bild steht. Nun, wenn man über die Jahre schaut und Sie sehen hier so ein Diagramm, wo Sie von links nach rechts die Jahreszahlen sehen und auf der anderen Seite von unten nach oben den Gramm in Reinalkohol, der verbraucht worden ist. Und ich glaube, man sieht das ganz gut. Also das ist vor allem nach dem Krieg sehr steil angestiegen. Das sind also österreichische Zahlen und hat so den Gipfel in den 70er Jahren erreicht und ist dann vielleicht ein Spürchen heruntergegangen, aber im Prinzip nicht viel. Aber man kann auch sagen, man darf ja auch gute Nachrichten sagen, habe ich gehört, es ist jetzt nicht ein Problem, das jedes Jahr noch ärger wird, wie das leider bei manchen anderen Dingen, auch beim Rauchen in der Jugend zum Beispiel, der Fall ist. Gut, dann vielleicht aus England ein erschreckendes Bild, regelmäßige Trinker sind 36 Millionen und das andere können Sie lesen, schwere Trinker 2 Millionen, Problemtrinker 700.000, abhängige Trinker 200.000. Also das ist so das Verhältnis, das vom schweren Trinker zum abhängigen Trinker 1:10 ist. Ich glaube, das können wir auch mit dem Hausverstand gut nachvollziehen. Oder wenn wir auf unsere Nachbarschaft schauen, wer viel trinkt, okay, das kennen wir vielleicht 10 in der Umgebung, aber einer, der wirklich dann abhängig ist, ist dann einer von diesen 10. Okay, aber jetzt die körperlichen Auswirkungen. Wir haben uns jetzt also ein paar Minuten überlegt, was ist so der Alkohol, was ist die Menge, wie messen wir das. Jetzt gibt es positive und negative Effekte. Und dann gibt es noch die Frage der optimalen Dosis. Diese drei Gesichtspunkte möchte ich gerne gemeinsam mit Ihnen durchdenken. Also gerne fangen wir natürlich beim Positiven an. Und Sie haben ja schon gehört, dass wir den Alkohol heute überhaupt nicht verdammen wollen. Also wollen wir uns jetzt darauf konzentrieren, was ist die gute Seite davon und wie könnte man das dann auch für sich selber anwenden. Und die positive Nachricht, wenn Sie beim Heimgehen denken, was das hat er jetzt alles gesagt, wenn Sie ein Wort sich merken wollen, es gibt einen gewissen Herz-Kreislauf-Schutz. Herz und Gefäße, im Wesentlichen Arterien. Also wenn Sie sich das Wort Herz-Kreislauf-Schutz merken wollen, dann wäre ich natürlich wieder sehr gelaunt. Gut, also jetzt schauen wir mal dieses Diagramm durch. Da sehen Sie oben wieder von links nach rechts die Zahl der Getränke. Wenn Sie das hier anschauen, machen Sie einen Pfeil drauf, da links wäre 0, da ist 1 oder weniger, da ist dann also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und auf der anderen Achse sehen Sie die Todesfälle. Und da fällt uns schon auf, also das ist jetzt das Bild für Männer, dass unter 1 die Sache dann eher schlechter wird. Wenn man dann genau schaut, dann sieht man, dass das vom Herzkreislauf kommt. Also wenn Sie sich das Wort merken, merken Sie wirklich das Richtige. Und dann sieht man aber, dass es alkoholbedingten Tod auch gibt. Das ist in der grünen Linie oben. Also das ist die dritte Linie, die Sie hier sehen. Ja, also der alkoholbedingte Tod nimmt zu mit der Zahl der Getränke. Was haben wir von vorne von Professor Haller gemerkt? Die Dosis macht das nicht. Seit Paracelsus wissen wir das. Wenn Sie nun unten für Frauen das gleiche Diagramm anschauen, also von links nach rechts nehmen die Dosis zu, dann sehen Sie, also ganz gar nichts zu trinken ist in solchen Statistiken nicht unbedingt das Beste.
Und bei Frauen ist es halt noch schwerer, Zahlen zu finden über viele Getränke, weil das bei Frauen glücklicherweise selten ist. Also da sieht man aber auch, wenn Sie wieder die blaue Linie anschauen, die das gleiche wie oben zeigt, dass der Herz-Kreislauf-Tod ein bisschen höher ist bei Frauen, die gar nichts trinken. Nun, wie kann das sein? Was sind die Ursachen für die positiven Auswirkungen von gemäßigten, wir nennen das moderaten Alkoholkonsum auf das Herz-Kreislauf-System? Also erstens einmal wird Alkohol antioxidativ. Das heißt, dass Schäden an den Gefäßen, die durch Sauerstoff entstehen, es gibt so Sauerstoff, der giftig ist für die Gefäße, abgewandelter Sauerstoff, das wird verhindert. Man vergleicht das gern mit dem Rost beim Eisen, oder? Oxidation ist Rost und wer halt älter wird, der rostet auch ein bisschen. Und so ist es tatsächlich bei den Gefäßen, nur ist das nicht Eisen, sondern die Gefäße, Anführungszeichen, rosten ein bisschen. Und da ist auch das gute HDL-Cholesterin ein Schutzfaktor. Und dieser Schutzfaktor wird interessanterweise durch den Alkohol ein bisschen angehoben. Irgendwie ist der Alkohol, und ich sage gleich dazu, nur in kleiner Menge ein Anreiz für die Leber, gutes HDL-Cholesterin zu bilden. Also es ist auch nicht alles schlecht für die Leber, was der Alkohol macht. Und dann ist auch noch der Zuckerstoffwechsel besser. Es wirkt das körpereigene Insulin besser. Also wir haben schon gute Erklärungen, warum es vielleicht besser ist, ein bisschen Alkohol zu trinken als gar keinen. So, aber jetzt kommt eine Zusammenfassung und eine Theorie und eine Gegentheorie. Nämlich viele Forscher sagen das, also dass die geringere Sterblichkeit, die ich Ihnen jetzt gerade anbieten durfte, vor allem dadurch zustande kommt, dass ein verringertes Herz-Kreislauf-Risiko ist. Aber es gibt auch eine Gegentheorie, die man nicht vom Tisch wischen kann, nämlich man sagt, es könnte ja auch so sein, in solchen Beobachtungsstudien, wer nichts trinkt, verträgt nichts. Und wer nichts verträgt, ist nicht gesund. Ja, also das haben wir in Vorarlberg auch schon am Biertischen gehört, dass man sagt, also der tut Bier nicht, der schaut nicht gut aus und der verträgt einfach nicht und trinkt ist der nicht gesund. Oder eigentlich muss man sagen, der ist nicht gesund, darum kann er nicht trinken. Also diese Ausdrucksweise ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Es gibt seriöse Forscher, die auch das sagen. Nun, es ist wie die Henne und das Ei, was ist zuerst? Aber im Prinzip würde ich sagen, es ist eher die Theorie richtig als die Gegentheorie. Also wir dürfen bei diesen guten Nachrichten schon bleiben. Das ist gleich die nächste Frage, haben wir nur gute Nachrichten? Und die stelle ich jetzt zweimal, diese Frage. Das erste Mal ist das Resveratrol, über das Frau Mohr, die immer auf dem Neuerschen Stand ist, bereits vor einigen Wochen in den VN einmal einen sehr schönen Artikel geschrieben hat. Dieses Resveratrol ist eine Substanz im Rotwein. Das ist also nicht der Alkohol, sondern es ist eine Substanz, die im Rotwein auch vorkommt. Und da führe ich Sie kurz ein in dieses Thema. Das Resveratrol ist ein Polyphenol, das ist also auch eine alkoholische Substanz. Daher löst sie sich gut im Alkohol. Artigen Getränken und die kommt in Trauben, Rotwein, Schokolade und verschiedenen Beeren vor. Also man hat dann immer gesagt, was rot ist in der Ernährung, das ist auch gut für die Gefäße. Und dem wird eine positive Wirkung nachgesagt, das sehen Sie eh wieder, Antioxidanz, also das heißt gegen die Verrostung der Gefäße, Entzündungshemmer ist auch gut gegen Krebs und Leberverlängerung. Und solche Aussagen, naja, die ermuntern natürlich und dann hat es eben viele Studien gegeben, die übrigens von Rotweinherstellern auch gesponsert worden sind, was immer verdächtig ist. Die haben natürlich ein Interesse mehr zu verkaufen. Und diese Untersuchung ist jetzt, wie Sie sehen, gerade heuer erschienen. Sie sind also auf dem aktuellen Stand. Und das Ergebnis war, dass es nicht mit Entzündungsmarkern, also mit der Theorie, übereingestimmt hat. Graue Schale Theorie, die Entzündungsmarker, die kardiovaskulären, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar Krebs, wurden nicht verhindert, wenn man dieses Resveratrol genau angeschaut hat. Und es gab auch keine längere Lebenserwartung, also keine Lebensverlängerung. Nun, also das ist jetzt zwar keine gute Nachricht, aber auch keine Katastrophe, wenn etwas jetzt nicht hilft, oder? Aber man muss sagen, die bei uns in der Wesentlichen
restlichen Ernährung aufgenommenen Resveratrolmengen, die hatten eben keinen Einfluss auf den Gesundheitszustand oder das Sterberisiko. Warum? Weil man sich da eine Illusion gegeben hat, die Dosis war viel zu gering und ist viel zu gering in Wein und in Bären. Man müsste, das hat man ausgerechnet, von dieser Substanz so viel in den Körper bringen, wie in 10 Litern Wein sind. Also man müsste jeden Tag 10 Liter Wein trinken und da wissen wir schon, wo das endet. Das haben wir schon gehört, um die Menge an dieser Substanz zu haben, die etwas bringt. Ja, bei unserer Ernährung für die Verschlungen. Das heißt, das ist das Ende des Rotweinmärchens, wie Sie hier als Schlussfolgerung sehen. Nun gut, also das war ein Märchen, aber wie gesagt, wenn man halt von einem Trauma wacht, ist das noch nicht schlimm. Warum? Werden Sie jetzt sagen, täuscht sich die Wissenschaft manchmal. Das möchte ich Ihnen gerne mitgeben als eine Grundregel. Gute Studien, die sind kontrolliert, also man vergleicht etwas mit einer Scheinsubstanz oder mit einer anderen Substanz. Die sind dann auch randomisiert, was heißt, dass der Zufall entscheidet, wer das Medikament bekommt oder eben keines bekommt. Jetzt, wie soll der Zufall entscheiden, ob jemand Alkohol bekommt oder nicht? Das ist scheinbar schon unmöglich. Daher kann man in dieser Fragestellung keine optimale Studie machen. Und dann ist es so, dass man auch noch fordert, doppelblind. Das heißt, weder der Patient sieht oder weiß, was er zu sich nimmt, noch der behandelnde Arzt. Also das wäre dann doppelblind. Jetzt, wie soll man das machen bei Rotwein? Es ist nicht nur doppelblind nicht möglich, manchmal sieht man ja sogar doppelt, wenn man das getrunken hat. Also da ist man das Gegenteil von doppelblind. Es ist also völlig logisch, dass man in dieser Frage niemals hundertprozentig eine gute Studie machen kann, aber die vorher gezeigte war schon das Beste, was man machen kann. Man hat einfach eine riesige Studie bei hunderttausenden Menschen gemacht, um das zu testen. Nun, jetzt frage ich Sie zum zweiten Mal, haben wir nur gute Nachrichten? Ja, und jetzt muss es ein bisschen ernster werden, der negative Effekt. Also der negative Effekt, wir haben das von Professor Haller als brillant gehört, auf das Nervensystem, das ist klar. Also im Kopf hat ein Patient einmal gesagt, Alkohol macht Birne hohl. Also im Kopf ist das wirklich eine schlechte Sache, vor allem auf lange Sicht. Nun, ich zeige Ihnen jetzt ein paar Organe. Wir wollen ja nicht jetzt gerade stundenlang über den Alkohol sprechen, aber Sie möchten vielleicht mitnehmen, was sind so die hauptsächlichen Treffer im Körper, wo der Alkohol schlecht ist. Dann bleiben wir doch gerade beim Herz-Kreislauf, bei dem wir gute Dinge nachsagen konnten. Und wie gesagt, 1-2-3, da steigt das HDL, da ist die Thrombose, also die Gerinnungsneigung, besser im Körper. Und die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit als ein wirklich harter Endpunkt ist schon klar gebessert. Aber ab 3-3 dreht sich die Sache um. Plötzlich haben wir Hochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Herzrhythmusstörungen, Thrombosen und Schlaganfall. Also das ist eine schlechte Sache. Ich werde später drauf kommen, wenn das ein Medikament wäre, furchtbar. Und über 3-3 kommt es sogar zu einem Herzmuskelschwund noch dazu. Also fürs Herz ist eine kleine Menge gut und ich glaube, das haben Professor Haller und ich jetzt Ihnen klar gesagt. Es gibt gute Nachrichten, aber die Dosis macht das Gift. Die hohe Dosis macht das Gift. Nun, Fettleber und Zirrhose, also das wäre dann der Punkt 3, den Sie hier am Körper drinnen sehen, 3. Dann 4 wäre von der Speiseröhre in den Magen-Darm-Trakt hinunter und dort ist auch das Krebsrisiko erhöht. Und dann 6. wäre die Blutbildung hier im Knochenmark. Also das ist schon, wie Herr Professor Haller gesagt, es gibt praktisch kein Gewebe in unserem Körper, das nicht Schaden nimmt am Alkohol. Das ist nicht verständlich, weil er überall hinkommt. Der Alkohol ist wahnsinnig gut löslich im Fett, wir sprechen darüber, aber auch im Wasser, oder? Sonst können wir ja nicht 6% im Bier haben und der Rest 94% ist Wasser. Gut, also dann schauen wir doch mal ein bisschen weiter. Die Geschlechtsorgane, Potenzverminderung und Regelstörungen bei Frauen, Muskelschwund und Knochenschwund. All das ist eindeutig bewiesen, dass hohe Mengen Alkohol diese Schäden machen. Jetzt haben wir uns das also gut durchüberlegt und hier sehen Sie noch einmal die Zusammenfassung und Sie sehen schon, wenn man so eine Zusammenfassung auf einem Bild sieht, dann ist
natürlich das, was oben steht, das Wichtigste, um das einringen. Und dann sollten wir jetzt über die Leber noch sprechen. Jetzt zuerst einmal, natürlich sind Sie als Minimed-Experten sich im Klaren, wo die Leber ist. Also die wäre jetzt bei mir hier rechts, nicht? Am Rippenbogen kann man die sogar beim Patienten lassen. Da ist die Leber. Okay. Wir wissen ja auch, der Blinddarm ist zum Beispiel rechts, nicht? Also jetzt ist nur die Frage, die Blinddarmentzündung, die erkennen wir, oder? Weil es redet im rechten Unterbau. Erkennen wir auch die Lebererkrankung, weil es im rechten Oberbau wehtut. Und ich sehe schon, die Experten im Raum, die machen diese Kopfbewegung. Nein. Warum? Und auch das werden wir noch einmal kurz besprechen. Lebererkrankungen durch Alkohol sind heimtückisch. Heimtückisch ist etwas wie eine Nebenschütze, den man nicht sieht und der einen doch trifft. Also, jetzt bleiben wir bei der Leber. Die Leberverfettung, die Leberentzündung, die Leberzirrhose und die Lebertumore sind jetzt unser Thema. Und jetzt wollen wir das ein bisschen anschauen. Also, zuerst einmal die alkoholische Lebererkrankung. Das Risiko beginnt ab 30 Gramm pro Tag. So, jetzt haben wir die 13 noch in Erinnerung. 2x13 ist 26, also 2 geht noch. Wenn man 3 trinkt, jeden Tag trinkt man auch mit Doppel-N geschrieben, ja, dann ist das für die Leber nicht mehr gut. Und jetzt noch etwas in der Medizin, wissen Sie das ja schon genau. Das ist halt ein Durchschnittswert. Und Professor Haller hat schon gesagt, der eine verträgt mehr, der andere weniger. Aber ich muss Ihnen hier natürlich ein Durchschnittswert sein. Das würde mich verwirren und Sie wahrscheinlich auch, wenn Ihnen dauernd so Stahlbleiber zeigt. Also, heimtückisch habe ich vorher schon sagen dürfen, die Symptome kommen erst bei fortgeschrittener Lebererkrankung zum Vorschein. Und was ist der Vorschein? Naja, also jetzt schauen wir uns einmal hier Bilder an. Sie sehen gesunde Leber links und rechts die rotische Leber. Ja, lassen wir einmal das Auge drüber streifen. Also, vielleicht hier herunten ist es doch besonders gut zu sehen. Diese Leber, die schaut anders aus. Die ist zwar in dem Zustand noch gar nicht verkleinert. Im obigen Beispiel wäre sie sogar auch verkleinert, aber die ist wirklich. Sieht man, die ist wirklich. Die glatte, gesunde Leber sehen wir hier und hier die wirkliche Leber. Also, so schaut einmal eine zirrhotische Leber aus. Und wenn Sie die tasten als Arzt, ist sie hart. Und daher ergibt sich auch die einfache Erklärung im Volksmund, harte Getränke machen harte Leber. Kann man sich ganz gut merken, diese Leberzirrhose ist besonders bei Schnapstrinkern ein großes Problem. Aber das ist nicht, weil der Schnaps dann ein besonderes Gift wäre, sondern das ist der Alkohol, von dem ist halt mehr ein Schnaps, aber das ist für Sie sicherlich auch logisch. Da sehen Sie jetzt einmal ein Ultraschallbild. Das ist die Leber, was wir hier sehen. Und man sieht, die ist wirklich. Und was sieht man jetzt noch? Die schwingt hier in einer Flüssigkeit. Schwarz im Ultraschall ist immer eine Flüssigkeit. Also offensichtlich schwingt diese Leber im Wasser. So sieht man das mit dem Ultraschall heute sehr gut. Das ist ein sehr weit fortgeschrittenes Krankheitsbild. Jetzt das nächste. Also was sind jetzt die Symptome? Bei Leberzirrhose, und ich konzentriere mich jetzt hier auf die Leberzirrhose, also auf die Fettleber, und da sehen wir Gelbsucht, dann das Wort Aszites, das heißt Wasser im Bauch, und Ödeme. Ödeme heißt Wasser in den Füßen, sagt ihr. Aber genauer müsste man eigentlich sagen, geschwollene Beine. Okay, also das sind jetzt die Symptome. Schauen wir uns das noch an. Das ist also nicht alles, aber vieles. Und wenn wir noch einmal auf den Überblick hier gehen, also da sehen wir wahrscheinlich gelben Augen, dann sehen wir hier die Lacklippen, wir sehen hier die Zunge, also der Experte sieht da viel, dann sieht man eine Brustentwicklung beim Mann und dann sieht man auch zum Beispiel die Handflächen, wenn die stark gerötet sind, das ist nicht die einzige Ursache, die Lebensmittel. Wenn man mal im Winter friert, kann man auch sonst Handflächen gerötet haben. Und dann eben das Zites und dann die Lebersternchen auf der Haut, das sind so kleine Gefäßchen. Ich glaube, auf der Distanz sehen Sie schon, das ist ein bisschen gerötet. Also das nehmen wir als Zeichen der Leberzirrhose als Ärzte in den Befund auf. Jetzt das Wasser. Also ich glaube, das ist sehr eindrucksvoll. Sie sehen hier, der Bauch wölbt sich vor wie eine Kugel. Hier oder hier. Und erinnere ich mich an einen Patienten, der genau
so ausgeschaut hat. Und wir haben ihm dann gesagt, ja, er hat Wasser im Bauch. Und das kommt vom Trinken. Dann hat er gesagt, es gibt es gar nicht, dass ich Wasser im Bauch habe. Ich trinke überhaupt nie Wasser. Sondern ich trinke Wein, Bier und Schnaps. Also das verlangt schon deutlich hier. Aber Studenten mögen das sehr gerne, wenn sie das hören, dann merkt man sich das sehr. Gut, also das wäre das Wasser, das er nie getrunken hat. Und da sehen Sie jetzt die Gelbsucht. Ich glaube, da sieht man schon, das normale Weiße im Auge wird gelb. Das ist aber erst, wenn der Farbstoff etwa vierfach mehr ist als normal. Also Sie erinnern sich an das Wort heimtückisch. Man sieht auch diese Leberschäden erst spät, wenn die Lebererkrankung schon deutlich an ist. Gut, also was könnte man jetzt tun bei der Lebererkrankung? Und Professor Haller hat uns schon gesagt, das Beste ist natürlich Alkohol abstinenzen. Und das gilt besonders bei der alkoholischen Lebererkrankung. Das ist sehr nützlich schon bei Fettleber, aber jetzt kommt wieder das Wort heimtückisch. Je weniger Leber übrig ist, umso weniger kann sie sich halt wieder bilden. Eine Zirrhose nützt dann auch nicht mehr viel, nichts mehr zu trinken, dann ist es zu spät. Und das ist eben der Grund, warum man rechtzeitig den Alkoholkonsum in Grenzen halten sollte, wo ja die Psychotherapeuten und die Psychiater eine ganz große Bedeutung haben. Und wenn Leberkrebs schon besteht, dann ist es überhaupt nichts mehr, mit dem Alkohol trinken aufzuhören. Die Ernährung, ja, man sagt, Alkoholmissbrauch macht auch eine Fehlernährung. Das stimmt. Wenn Sie das vielleicht einmal beobachtet haben, wer viel trinkt, der ist nicht das Richtige. Und vor allem das Protein fehlt dann, sodass man gegensteuert und mehr Protein in der Nahrung gibt. Also Eiweiß, Fisch, Fleisch, nicht weggehen, Wurst und auch Spaghetti zum Beispiel, die sehr viel Eiweiß enthalten. Medikamente. Ich habe das gerade wieder gestern noch einmal nachgeschaut, ob es eine neue Sensation gibt. Nein, Medikamente haben bei alkoholischer Lebererkrankung praktisch keinen Stellenwert. Im Gegenteil, also dass sie etwas nützen können. Im Gegenteil, es ist so, dass bei alkoholischer Lebererkrankung viele Medikamente nicht richtig abgebaut werden können in der Leber, die ja unser chemisches, ja, könnte man sagen, unser chemische Fabrik ist. Und daher, also Medikamente bei Alkohol. Keine Stelle mehr. Wenn es ganz schlimm ist, ist die Lebertransplantation ein Thema. Darüber möchte ich jetzt heute nicht sprechen, das wird jetzt zu weit führen. Nun, Leberwerte steht noch in der Überschrift des heutigen Programmes. Da sehen Sie halt, es gibt diese SGOT, PTOT zeigt an, dass es dass schon ein Leberzellenuntergang ist und PT ist ein bisschen ein sanfterer Leberschaden. Und dann hat man immer schon gesagt, dieser Wert Gamma-GT ist ein Frühzeichen. Nun kann der auch erhöht sein durch ganz etwas anderes als Alkohol. Aber, also, wenn Sie einmal hören, die Gamma-GT ist erhöht bei Verdacht auf Alkohol, ja, dann ist das schon ein Argument dafür. Umgekehrt, wenn jemand eine normale Gamma-GT hat, dann ist der Verdacht, dass er trinkt, nicht sehr härter. Bilirubin ist der gelbe Farbstoff, den wir in den Augen gesehen haben. Gut. Jetzt gibt es eine optimale Dosis. Das ist, glaube ich, auch schon sehr gut angeklungen. Also, wie ist das mit einem großen Bier? Eines oder wie? Jetzt ist vielleicht noch etwas anderes interessant. Wer sollte überhaupt keinen Alkohol trinken? Also, das gilt in der Schwangerschaft. Ich glaube, auch hier verlagert uns ideal diese Empyopathie, die Professor Haller gezeigt hat. Und dann, wenn familiäre Abhängigkeit ist, dann sollte man auch nichts trinken. Also wenn alle Familienmitglieder oder viele Alkoholsucht bekommen haben, dann sollte man nichts trinken. Und auch das hat Professor Haller schon gesagt, es gibt dann sehr oft, dass die nächste Generation wirklich ganz trocken ist, weil man sieht, welchen Schaden der Alkohol beim Vater oder bei der Mutter gemacht hat. Ich kenne solche Personen, denke ich, viele. Dann, wenn man einen Schlaganfall gehabt hat, auf keinen Fall Alkohol, wenn die Leber krank ist, das war unser Thema gerade, bei manchen. Also bei den Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, bei Fettstoffwechselstörungen und natürlich, wenn man gefährliche Geräte und Maschinen bedienen muss beim Autofahren. Also da sollte man überhaupt verzichten. Reduziert werden sollte der Alkoholkonsum, wenn man gerade eine Magenentzündung, genannt Gastritis hat, wenn die Speiseröhre entzündet ist, wenn Darmkrankheiten vorliegen und wenn eine starke familiäre Neigung zu Brustkrebs vorliegt. Es wird auch empfohlen, dann den Alkoholkonsum zu reduzieren.
Sie erinnern sich an das Wort, es gibt fast kein Organ, gar kein Organ, wo der Alkohol nicht seinen Schaden macht. Leider ist das auch für Tumore, zum Beispiel in der weiblichen Brust, die ja gar nicht im Magen landtragt, mit dem Alkohol direkt in Kontakt kommt, aber es landet der Alkohol in dem Blut dort. Gut, also die optimale Dosis, das kann auch ich nicht beantworten. Bei den meisten Studien ergibt sich aber die meisten positiven Effekte schon bei einem halben Drink. Das war also die Hälfte von 13, oder? 6,5. Aber die meisten Empfehlungen geben so ein Maximum von 20 Gramm, also 1,5 Getränken beim Mann an und bei Frauen eher weniger als ein Unit. Gut, jetzt möchte ich am Schluss noch aus dem Stoffwechsel, was ja eines meiner Hauptinteressensgebiete ist, etwas sagen. Wir haben ja am Anfang uns überlegt, Alkohol wird erzeugt aus Zucker. Ich habe behauptet, der Alkohol ist ein Fett. Jetzt muss ich diese Behauptung schon untermauern. Also, wenn Sie eine Fettsäure anschauen, dann sehen Sie diese C-Atome, das sieht man oben ganz gut, die Cs, die sind in einer Fettsäure, ja, man könnte sagen, das Rückgrat des Moleküls. Und beim Alkohol wissen wir ja, das sind auch diese zwei C-Atome. Das haben wir am Anfang noch mal gesehen, dieses Bild. Das heißt, da ist eine große Verwandtschaft. Und man könnte sagen, eine Fettsäure ist einfach, in diesem Fall sind es 18 C-Atome, ist neunmal Alkohol. Das ist gar nicht gut, weil die Fettsäuren auch so abgespalten werden im Stoffwechsel im Körper. Lassen wir den Gedanken, also von der Chemie her passt das. Jetzt zeige ich Ihnen noch einmal den Fettstoffwechsel in einer anderen, mit der Leber in diesem Zusammenhang, wobei Sie im nächsten Bild für Cholesterin die Farbe gelb sehen und für Triglyceride, Blutfette, die Farbe weiß. Also das, was ich vorher gezeigt habe, diese Fettsäure, die werde dann weiß. Und dann haben wir jetzt die Leber noch einmal vor uns. Und wir sehen jetzt als erstes, wenn Sie nach links oben schauen, hierher, da kommt die Fettsäure in die Leber. Wenn wir nichts zu essen haben, im Nüchternzustand muss die Fettsäure in die Leber kommen, tatsächlich den Import in die Leber. Aber Sie sehen schon, das gilt auch für den Alkohol, der genau darunter steht. Der ist ja auch ein Fett. Oder? Nehmen wir uns jetzt ein. Das kommt in die Leber. Ja, und wenn zweimal Kohlenstoff ankommt, mal 9, würde dann ein Fett sein. Und genauso geht das. Und dann entstehen die sogenannten Triglyceride. Und die werden dann in der Leber aufgebaut und exportiert. Das Cholesterin kommt auch noch so mit. Und das Cholesterin wird dann von der Leber. Also das wäre das Wort und wird dann von der Leber auch wieder reimportiert. Was ich hier mit zeigen will, ist, dass der Alkohol gleich wie Fettsäuren von der Leber verarbeitet wird und ins Blut abgegeben wird. Und dann haben wir erhöhte Blutfette. Also stoffwechselmäßig ist das eigentlich auch kein großes Wunder, wenn wir uns die Grundregeln merken, Alkohol ist ein Fett. So, und jetzt bin ich schon fast am Schluss. Die Fette, auch die Cholesterinträger, auch hier liegt wieder weiß ist das Fett und gelb ist das Cholesterin, die, das sehen Sie hier auf der rechten Seite des Bildes, die bombardieren unsere Gefäßwand. Also man kann sagen, das ist die Mafia für unsere Gefäße. Und Gott sei Dank hat die Natur etwas eingerichtet, nämlich die Polizei des Körpers, wo aus der Gefäßwand, also Sie sehen jetzt hier die Gefäßwand, hier, so eine Wand aus Ziegeln habe ich hier gezeichnet, da ist der Cholesterinüberschuss drinnen und die Natur hat etwas hergerichtet, dass das Cholesterin aus dem Gefäß wieder abtransportiert werden kann in die Leber. So, super Sache, oder? Wir haben also eine Polizei gegen die Mafia und die Polizei wird sogar durch die kleine Menge Alkohol noch gestärkt. Das haben wir am Anfang schon gesehen, dass gar nichts trinken ein bisschen schlechter ist als ein wenig trinken. Das ist der Zusammenhang. Aber wenn wir jetzt viel Alkohol trinken, dann ist die rechte Seite, die Mafia, wieder das Thema. Dann haben wir plötzlich sehr viel von diesen Leberexportprodukten, wie ich es vorher genannt habe, und die bombardieren dann die Arterien ab. Es ist also logisch, dass wir mit einer kleinen Menge einen guten Effekt haben und mit einer großen Menge einen schlechten Effekt. Auf welches Wort kann man sagen? Auf das Herz-Kreislauf-System. Gut, daher. Das ist jetzt meine Zusammenfassung dafür, was ich Ihnen bisher zeigen konnte. Von den Organen her, wir
gesehen, kann man sagen, wenn das Alkohol, wenn der Alkohol ein Medikament wäre, dann wären die guten Wirkungen zu schwach. Ich habe sehr flache Kurven, die ich da zeigen konnte. Es wären die Nebenwirkungen zu stark und es wäre die Langzeitgefahr für Tumorentstehung alarmierend. Auf der ganzen Welt würde so ein Medikament nie zugelassen werden. Also, Alkohol würde als Medikament nicht zugelassen. Nun, wohin bei Verdacht auf Lebererkrankungen? Bleibt es beim Leberthema und Sie wollen das ja auch vielleicht wissen, wenn Sie nicht sicher sind, ob eine Lebererkrankung besteht, wer ist denn da eigentlich der Spezialist? Also klarerweise für die hirnorganischen Störungen ist der Psychiater der Spezialist, aber wer ist der Spezialist für die Lebererkrankungen und auch für die Herzerkrankungen? Also zuerst einmal der Hausarzt. Hausärzte sind sehr gut ausgebildet und ich würde einmal, wenn ich jetzt einfach eine grundsätzliche Frage für mich selber oder die Angehörigen hätte, zum praktischen Arzt gehen. Nun, wer ist der Spezialist? Das ist der Facharzt für innere Medizin, der sich ja mit den inneren Organen genau ausgebildet hat, die Leber und das Herz sind innere Organe. Dann sind natürlich bei schwereren Erkrankungen alle unsere Spitäler in Vorarlberg sehr gut gerüstet und auch die Ärzte sehr gut ausgebildet in den gängigen Lebererkrankungen. Das wissen Sie schon, es braucht dann natürlich auch eine Spezialabteilung und in Vorarlberg ist das die Abteilung, der ich vorstehen darf, die heißt Innere Medizin und Kardiologie. Also Kardiologie wäre fürs Herz, Innere Medizin für die Leber und da sehen Sie auch eine Telefonnummer unseres Sekretariates. Also da, wir bekommen so schon schwermäßig die schweren Lebererkrankungen. Nun, wir sind ein Lehrkrankenhaus, aber keine Universität. Daher haben wir eine sehr enge Kooperation mit einer Universität, nämlich mit der Innsbrucker Universität, wo zwei Abteilungen von Leberspezialisten geführt werden. Und der Professor Dill, über den sage ich gleich. Also, das ist so, wohin bei Verdacht auf Lebererkrankungen. Ich glaube, wir sind da in Vorarlberg sehr gut gerüstet. Und je mehr die spezialisieren, desto weiter steht es in diesem Bild. Nun, aus der medizinischen Praxis möchte ich Ihnen noch erzählen, und das passt jetzt gerade gut, weil wir jetzt die Fußball-Weltmeisterschaft haben. Und wir haben, das sieht man jetzt schon in der Vorrunde, besonders viele Alkoholvergiftungen das letzte Wochenende gehabt. Professor Rader hat schon gesagt, man muss halt in der Dosis auch aufpassen, und gerade wenn man ein Fußballmatch anschaut und im Sommer ist der Bierkonsum natürlich sowieso schon größer, aber wenn die Fußball-Weltmeisterschaft dazu kommt, ist es besonders hart. Das hat mich noch zu einem Schlussgedanken gebracht. Also, daher sollten Sie heute ab 21 Uhr sich erinnern, was war die optimale Dosis. Und da muss das Match schon gut sein, oder? Dass man wirklich viel Freude hat, weil das war ja ein großes Bier für den Mann und ein Tag und ein für die Frau, die ja vielleicht wenig das Match anschaut. Aber gut, also das wäre jetzt die zweite Zusammenfassung. Die erste war gewesen, Alkohol würde nicht als Medikament zugelassen. Und dann, apropos Fußball, ist mir noch etwas gerade die letzten Tage eingefallen. Da komme ich dann an Professor Haller zurück. Also ich habe in dieser weltberühmten Zeitschrift ein Foto gesehen von einem weltberühmten Fußballer, der leider nicht mittun darf, Alaba. Sie kennen ihn alle. Ja, und dann ist da in dem gleichen Heft drinnen gestanden, nämlich die besten Spitäler Österreichs. Und das ist apropos Abteilung innere Medizin. Und das hat mich dann mit großer Freude erfüllt, weil nämlich erstens einmal der Professor Dill, mit dem wir eng zusammenarbeiten in den Leberfragestellungen, und auch der Professor Vogel übrigens, aber hier war, also der Professor Dill war die Nummer 1 in Österreich, seine Abteilung. Es gibt ungefähr 120 interne Abteilungen in Österreich. Also das erste Tag schon gut, aber ich habe dann weiter gelesen. Und was finde ich da? Die Nummer 4 sind wir. Die Abteilung unter den besten in Österreich gelistet. Und das ist eine Auswahl von 500 unabhängige Ärzte. Und die meisten davon sind in Wien. Und daher kommt es sehr selten vor, dass unter Ausverhandlung eine Abteilung auch genannt wird. Und da bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen. Sie werden sehen, ich bin ein bisschen errötet. Nicht nur angeholt. Ja, ich gebe das aber gleich weiter, weil es war nämlich die Abteilung. Ich bin stolz, hier vorzustehen, aber das ist schon für die Gesamtabteilung. Also ich darf hier nicht raus, dann nicht morgen, weil Feiertag ist, aber am Freitag in der Mitarbeiter mitteilen. Und da
ist jetzt noch etwas, nämlich unser Professor Haller ist ja ein Bestseller-Autor. Er hat das Buch Die Narzissmusfalle geschrieben und da kann man in der Diskussion noch sagen, wie viel die Auflage und wie viel Stück schon verkauft worden sind. Also das sollte man hier eigentlich ganz gewaltig applaudieren. Ja, und jetzt hoffe ich, dass dieses Bild eben nicht dann in der nächsten Ausgabe des Buches Die Narzissmusfalle hineinkommt und mein Name dann unter diesem Zusammenhang kommt. Auf jeden Fall danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.